Hallihallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Beatmaking mit Electronic Beats Capital Eagles. Und ich fange einfach mal an, indem ich Nexus hinzufüge. Nexus ist ein VST-Plugin, welches ihr von VFX bekommt und welches natürlich nicht gratis ist. Das Ganze wird ein Hands-Up-Beat, so wie immer. Wetterbass. Nehmen wir den erstmal, den werde ich später wahrscheinlich noch ersetzen. Gut, dann hätten wir die Bassline an sich schon mal. Ich suche mir jetzt erstmal einen neuen Bass. Hands up, Elektro. Wir finden noch schon irgendwo was. So, jetzt holen wir jetzt noch einen Kick hier raus. Der ist doch schon mal ganz geil. Thank you.
Mann, Mann, Mann. Nehmen wir den. So, jetzt kommen wir zum Lied. So, jetzt lade ich das Ganze in den Mixer, indem ich einfach mal hier drauf klicke, auf Nexus also, und dann hier in dieses Feld hier klicke und STRG L drücke. Dann steht hier FX5 und es ist im Channel 5, wie zu erwarten. Gut, dasselbe mache ich jetzt auch mit dem Kick, obwohl hier schon die 1 steht, mache ich das nochmal, damit das Ganze auch hier umbenannt wird, im Mixer. Das Ganze mache ich noch mit der Bassline, STRG L und zack, haben wir es. Lade ich Maximus hinein, damit das Ganze ein bisschen lauter wird, und den Limiter und stelle noch ein bisschen Maximus ein. Das heißt, die hohen Frequenzen schneide ich jetzt ein bisschen weiter raus. Die Tiefen sowieso. Mach Maximus noch ein bisschen leiser. We'll be right back.
Ich habe mal STRG X gedrückt, um das erstmal hier kurz rauszunehmen. Kopiere das Ganze und mach's mal hier rein, damit ich mehr Übersicht behalte und das leichter bearbeiten kann. Die Melodie hätten wir schon mal. Ich split das Ganze beim Channel. So, dann machen wir auch schon mal eine zweite Melodie basierend auf der Bassline. Anhören.
Gut, dafür, dass ich gerade einfach nur rumgetippt habe, klingt das gar nicht mehr so schlecht. So, und das Ganze mit Kick. We'll be right back.
Yay! Gut, dann haben wir das jetzt auch erstmal. Die ersten beiden Melodien. Und fangen wir jetzt mal mit den Intro an. Ich suche mir dafür mal Snares heraus. Und versuche es mal ein bisschen anders zu beginnen als sonst. Gut, hier oben ändere ich die Taktanzahl auf 16. Nicht die Taktanzahl. Oh doch, das ist die Taktanzahl. So, die Snare, Steuerung L. Gut, wir verstecken mal ein bisschen die Baseline. Yay. Thank you.
So, jetzt suchen wir uns hier einen Phil heraus, weil ich keine Lust habe, es selber zu machen und auch gar keine Ahnung habe, wie man sowas macht. Wo finden wir das? Bei Loops? Gibt's irgendwo Loops? Loops. Fits. Oh, machen wir das Ganze mal wieder auf 140. Das ist mir ein bisschen zu simpel.
So, jetzt kommt eine dritte Melodie.
Thank you.
Thank you.
So, jetzt versuche ich noch ein paar Fits zu kreieren. Genau das hier werde ich verwenden dafür. Ich glaube, dass das hier bekannt sein müsste. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so existiert. Wie auch immer, mir gefällt's. Dann hätten wir das schon mal. Versuchen hier noch ein paar Übergänge ein bisschen besser zu machen. Oh.
So, hier mache ich noch ein leeres Pattern hin, damit das Ganze hier ausklingen kann. Bye.
Im Grunde ist der Beat jetzt fertig. Ich verfeine hier noch ein paar kleine Sachen. Die meisten von euch sollten jetzt schon eigentlich wegschalten können oder die meisten haben bestimmt schon weggeschaltet. Aber die, die hier noch ein bisschen zugucken wollen, für die mache ich jetzt auch noch den Rest. Are you ready?
Gut, das waren jetzt zwar nur kleine Veränderungen, aber ich denke mal, das sollte genügen erstmal. Ich werde den nächsten Tagen nochmal kurz reinschnuppern und mal gucken, ob ich irgendwas verbessern kann. Falls nicht, wird der Beat so auf YouTube auf jeden Fall hochgeladen. Wir hören uns den Beat jetzt noch einmal an. Mich hören wir nicht mehr. Viel Spaß beim Beatmaken, The Electronic Beats, Capital Eagles. Falls euch das gefallen hat, kommentiert es doch bitte. Oder kommentiert es doch bitte. Okay, in 2 bis 3 Minuten gehst du beim Essen. Kommentiert es doch bitte oder liked es oder favorisiert oder was auch immer. So, viel Spaß beim Zuhören.